Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wir spielen Cops vs. Racer in der Retro Edition oder soll ich sagen in der Knight Rider Edition. Und mit dabei selbstverständlich Andy Knight in, ja, Kit. Wie kann es anders sein? Ja, endlich kurz war, oder? Ja, mit dabei haben wir aber auch noch Pluto Kaskade, Lukas370Z, Kuro, Yantendo, Shuashi, Spadboy, Alex und Rinkana. Grüßt euch! Hallo. 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 Ja, die Gedanken, eben Kit mal in der Special-Folge mit dabei zu haben, gab es ja schon tatsächlich ein bisschen länger. Jetzt setzen wir es tatsächlich in die Tat um und ja, um es ganz kurz runterbrechen zu wollen, die Regel ist wie folgt. Kit ist quasi Stock, was den LI betrifft. Er hat aber tatsächlich genau diese Legierung, die er auch in echt hat, sprich, er ist unzerstörbar. Also, um es zu sagen, wie es halt ist, er hat halt keinen Schaden an und damit wird es für die Racer, glaube ich, ziemlich hardcore. Aber ja, apropos Racer, ich würde sagen, gucken wir uns die auch gleich mal an in der ersten Runde. Und das erste Fahrzeug wird vorgestellt von dem Spadboy und das ist ein Nissan GT-R R33. Rushi im Porsche Turbo S. Flugschuttern im Porsche 944 Turbo. Der Ray im BMW M635 CSI. Kuro fährt in Autosrem AZ1. Ja, ich würde sagen, das ist eine interessante Mischung. Schauen wir mal, wie es läuft. Und ich würde sagen, lassen wir uns nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche viel Spaß mit der ersten Runde. Na, kommst du runter? Mal schauen, Kuro ist wieder runtergefallen. Also. Danke. Ja. Simple Einteilung würde ich sagen. Die beiden Crown Victorias ganz links fahren den Westen ab zusammen. Die beiden anderen halt den Osten. Und ich guck mal ein bisschen Freestyle, was ich mache. Okay. Alles klar. Okay. Der Vorteil ist jetzt, wenn ich irgendwas sehe, ich kann einfach draufhalten. Genau. Wir können uns reparieren. Und wenn es ein Racer ist, ist es eh gut. So. Und wenn es ein Passant ist, ist es Kollateralschaden. Ist ja aus Knight Rider bekannt. Kit hat ja immer Menschen umgebracht. 3, 2, 1, go! Perfekt. Da ist. Ich bin der mit dem Turbo-Boost, nicht du. schon der erste Kollateralschaden. Ihr habt keinen Schaden. Ich glaube ich auch nicht. So, muss ich gerade mal gucken, ob ich nicht aus Versehen aus Reflexschaden angemacht habe, aber. Das geht noch. Oh oh. Jetzt hat Stock eventuell nicht ganz so gute Bremsen. Ist mir gerade wieder eingefallen. Ich schau mal rein in den Park. Habe ich eigentlich hier mit dem Osten dabei? Bin Alex. Da ist doch hier der kleine Scheiße, Autosam. Fährt runter Richtung Teufelseck, aber wir. Okay, Andi. Aber erstmal kein Sichtkontakt mehr. Ich glaube, der ist aber irgendwo Richtung Eskalation vielleicht gefahren von den Reifenspuren her, aber kein Sichtkontakt mehr. Ich habe rein drittes stehen Nissan. Der ist jetzt beim Röhrchen. Röhrchen, genau, fertig im Parkenfenster. Ja, fährt im Park rein.
Ah, hab den Autosam wieder. Ich würde ihn als zweit... Na, ich krieg ihn nicht gewendet. Okay, doch nicht. Der Nissan fährt Richtung nördlicher Tunnel aus dem Parkhaus. Ey, man hätte hier dringend das Emergency Braking System mit einbauen müssen. Holy shit. Fährt auch in den nördlichsten Tunnel rein, Richtung nördlichster Punkt. Fährt auf die nördlichste Straße. Ist jetzt auf der nördlichsten Straße. Fährt auch weiter geradeaus durch Richtung Osten. Ich hab den Sam, soll ich dranbleiben oder? Ja, wenn du dranbleiben kannst, als Zweitverfolgung. Nur noch auf der nördlichsten Straße bei mir, der Nissan. Fährt auch weiter durch. Der kappelt sich dann mit dem anderen Racer. Oh, ich hab gerade. Biegt jetzt ab Richtung Parallelnördlichste. Ja, fährt jetzt rein in die Winkelgasse. Dann habe ich verloren. Fährt aus der Winkelgasse auf Raupenstraße jetzt raus. Hier ist noch jemand anders, perfekt. Fährt Raupenstraße runter Richtung Westen. Fährt immer noch runter. Fährt durch zur Bahnhofstraße. Da geht's rein. Mehr noch Bahnhof oder wie? So, ja, aber ich weiß wohl. Okay. Müssten 5 gewesen sein. Ja, war genug. Okay. Ich hab den Porsche, den 944, Speerstraße runter Richtung Startplatz, hat jetzt die Eskalation gekreuzt, fährt jetzt die Hauptstraße Richtung Osten und hier dann aber gleich, weil ich am Wenden war, ist wahrscheinlich in den Untergrund und ab da habe ich ihn verloren. Ich bin am Skyline wieder dran, östliche Straße Richtung Stadion hoch. Ich hab Schaden, ich komme vom Stadion. Ja, ist jetzt hinterm Stadion, also wird quasi Stadion südliche Straße an der Kreuzung sein gleich. Gott, natürlich kommt er zum Colorado. Fährt Stadion der äußere Ring. Ich hänge am Baum. Natürlich. Ja, der innere ist es, nicht der äußere. Ja, okay. Also Teufelseck kommt hier raus, oder? Ja. Ich werde ihn wahrscheinlich verloren haben dadurch. Oh, das bist du. Hinten war noch einer. Hinten, der fährt auf der Eskalation wahrscheinlich rauf, oder? Nee, fährt im Baumallee. Ach, das ist der Porsche. Baumallee. Fährt Richtung Universität. Ist auch jetzt an der Universität vorbei, fährt auf Hauptstraße raus. Fährt auf Eskalation wieder am Stadtplatz vorbei. Fährt weiter Eskalation. Ja, weiter Eskalation Richtung Osten. Westen. Fährt weiter, fährt auch durch. Hätte den Skyline. Oh, bleib mal dran. Fährt jetzt Bahnhofstraße Richtung Norden. Also ich habe eine zweite Führung fest, also keine Danke zweite Führung. Ja, fährt Hauptstraße runter. Wahrscheinlich irgendwo im Untergrund abgebrungen oder so, weil ich sehe nicht mehr. Ja.
Habt ihr keinen Sichtkontakt mehr? Ja. Ich habe den Skyline noch auf der nördlichsten, fährt jetzt nördlichste Richtung Osten. Noch vor der mittleren Kreuzung. Der fährt sehr eigenartig jetzt mittlere Kreuzung weiterhin. Nee, fährt runter Richtung Hauptstraße. Und fährt in die Winkelgasse rein. Gleich der Frontaltreffer. Der will sich schon mal selbst festsetzen. Immer noch bei Universidad. Jetzt Haupt liegt runter ab Richtung Wirrwarr. Von da aus Richtung Eskalation Statuenplatz. Aber wieder hoch Richtung Haupt. Und Hauptstraße Richtung Westen. Und versucht in die Winkelgasse anzufahren, verkackt er aber. Weiter Hauptrichtung Westen. Jetzt beim Treppenplatz. Fährt weiter Hauptrichtung Westen, gleich Kreuzung Bahnhof, fährt auch Richtung Bahnhof. Sieht Bahnhof auch durch. Ich habe zwei Verfolgung. Nee, will den Sprung nehmen, nimmt ihn aber nicht. Weiter Bahnhof. Glaube nicht. Ja, es ist zum südlichsten Punkt. Richtung Park. Der sich repariert, versucht entgegenzukommen. Wir sind noch nicht beim Brunnen. Ja, guter Versuch. Jetzt beim Brunnen. Und fährt rein in den Park. Richtung Park. Sorry. Na, ist gut. Vom Park fahren wir weiter durch. Er fährt wieder Richtung Eskalation. Er bleibt weiter im Park drin. Fährt eine Runde im Park. Ja. Und fährt Brunnen wieder raus. Brunnen fährt er raus, richtig nördlich das Tunnel. Wobei, wir sind alle dran, oder? Alle außer Andi. Ich glaube, du hast eine zweite, oder? Naja. Okay, okay. Ja, dann brauchen wir keine Ansagen. Dann sag ich weiter. Er fährt nicht nördlicher Punkt. Wir brauchen keine Ansage, wir sind alle da, außer Andi. Ja, okay, na dann. Meet me quiet. Fährt im Hintergrund. Will den Hintergrund abbiegen, hat es nicht geschafft. Kann hier vorne ran? Nein. Ich hab den nochmal gegen die Wand gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, haben wir. Eskalation Richtung Westen, Höhe Statuenplatz. Fährt Wirrwarr nicht in Untergrund, das weiter in Richtung Westen. Richtung Hauptstraße hoch. Da kommt die Kavallerie entgegen. Hauptstraße Richtung Westen dann, also Theaterplatz. Querstraße Richtung Süden. Weiter Richtung Süden. Komplett Richtung Süden durch. Wir hätten den Skyline wieder. Das ist okay. Versuch dran zu bleiben, der andere Kopf geht zur Hauptverfolgung. Jo. Ins U-Hörnchen rein. So, ein bisschen auszubremsen hier. U-Hörnchen Richtung Park. Im Park drinnen Richtung Brunnen. Brunnen Richtung Süden.
den hinter euch. Jetzt dann gleich dementsprechend südlichster Punkt. Und Bahnhofstraße Richtung Norden gerade. Nimmt die Abkürzung hinterm Bahnhof, also kommt quasi Eskalationsseite raus. Fährt aber wieder Richtung Bahnhof. Bahnhof Richtung Norden. Ist Richtung Hauptstraße kreuzt. Ne, ja, Richtung Hauptstraße eigentlich direkt. Und fährt auch aktuell Hauptstraße Richtung Speer. Okay, wir sind alle dran. Außer Lukas halt. Ja. Er war jetzt gerade geghostet irgendwie. Eigentlich noch überhaupt ansatzweise Power haben. Bayerische Motorwerke. Zieht komplett durch. Ja, bin hinten dran. Ja, ist schön, aber hier gibt ein Angriff gerade wenigstens. Hab den Nissan alleine. Ist okay. Oh, nein. Such, such mal einen anderen. Vielleicht finde ich den Nissan hier mal zur Abwechslung. Okay, nice. Ah, das hat ihr da oben. Okay. Ja. Haben wir doch mal. Etwas weniger als 10 Minuten. Ja, ich fahr jetzt mal die südlichste einfach da, komplett da, durch. Da ist doch was im Tunnel. Das ist doch einer von uns. Ich hab im Untergrund den 944. Fährt Untergrund Richtung Hauptstraßenausfahrt. Fährt Hauptstraße auch raus. Hauptstraße Richtung Westen, fährt aber runter Richtung Eskalation. Eskalation Richtung Osten. Vorbei an der Untergrundeinfahrt. Fährt ins Wirrwarr rein. Und vom Wirrwarr aus Richtung Hauptstraße hoch, Hauptstraße Richtung Osten, gerade an Universität vorbei und fährt wieder runter Richtung Wirrwarr vorbei an der fährt sogar Baumallee, kommt also gleich beim Theater raus, ja, Eskalation von da aus, Statuenplatz jetzt. Okay, kommt von vorne, Achtung. Ja, schon. Ja, eine zweite Verfolgung. Weiter Eskalation Richtung Westen. Hoch Richtung Hauptstraße jetzt wieder. Hauptstraße Richtung Osten. Fährt nicht in den Untergrund.
kommt jetzt gleich Richtung Universidad. Biegt aber vorher ab wieder Richtung Eskalation runter. Und von da aus ins Wirrwarr. Wirrwarr fährt in den Abwechsel Richtung Wirrwarr wieder. Fährt auf die parallel südlichste rauf. Bremst an, fährt parallel südlich. Fährt parallel südlichste Richtung Westen. Hat man angetäuscht. Okay, kommt also da bei der Sperrstraße Kreuzung genau. Mit der Haarnadel raus. Jetzt an der Kreuzung und fährt Speer Richtung Norden. Weiter Speer Richtung Norden und biegt ab auf Haupt Richtung Osten. Oh, das. Okay, wir haben den Skyline zweimal frontal. Wir übernehmen den Skyline. Lass den Arm doch mal in Ruhe. Nee. Der Nissan fährt jetzt auf Eskalation runter. Eskalation fährt da Richtung Osten. Fährt am Untergrund vorbei Richtung Wirrwarr. Fährt ins Wirrwarr rein, biegt ab in die parallel südlichste. Fährt parallel südlichste Richtung Westen. Immer noch weiter. Biegt ab auf die Sperrstraße Richtung Norden. Biegt ab Richtung Bahnhofstraße auf Eskalation. Versuch mal dran zu bleiben, ich muss mal. Jo. Biegt im Park ab. Park ab? Ja, dann kann ich auch ab. Biegt Park auch ein Richtung Brunnenplatz. Ist jetzt Brunnenplatz gleich. Hab ihn nochmal frontal. Versuch hinten dran einfach. Spät. Alles gut. Ja, sorry. Ist jetzt genau beim Brunnen. Also falls ihr euch reparieren könnt. Der Kopf, der da parkt. Ach, wir brunzen ja auch gleich. Jetzt gleich südlich der Punkt. Jetzt Bahnhof hoch. Weiter nach oben Bahnhof, gleich Kreuzung zur nördlichsten oder Haupt. Ah, schöner Treffer. Fährt Hauptrichtung. Osten, gleich Treppenplatz, jetzt Treppenplatz. Start eine Attacke, wenn du möchtest. Ja, ich versuche ranzukommen. Hat ihn ja kaum tangiert. Alle dran. Es ist gar nicht der schönste Move war, aber einen musste ich machen, sonst hätte ich nicht dranbleiben können. Machst du Attacke? Sorry. Okay. Ich schieb ihn mal an. Jo. Einer hinten dran. Ja, ist glaube ich. Falscher Gang. Schade. Na, schade. Einer fehlt bei uns noch, ne? Ja. Speer Richtung Norden gerade. Okay, jetzt mal Richtung nördlichen Punkt. Und du fährst Haupt. Nicht Haupt, Nördlichste. Nördlichste. Ich schieb ihn hier an die Seite. Schade, hat er sich gewehrt. Ja, noch gut grip, ja. Ich bin wieder zur Seite. Bobus.
Schade. Ich warte eigentlich nur drauf, mich hinten dran zu stellen. Ja, same. Also, ich versuche von vorne als auch von hinten. Das muss jetzt aber schon ein paar Mal Schaden gemacht haben. Ja, der hat nicht mehr viel. Aber wir kriegen halt nicht gepinnt gerade. Na. Okay. Jetzt. Nicht, Ich hab ihn. Ich bin vorne. Okay. Ja. Ja, fertig. Nice one. Sehr gut. Skyline die dritte. Haben wir eine Verfolgung? Untergrund-Eskalation raus Richtung Westen. Bär Richtung Norden. Hauptstraße Richtung Osten. Da kommt eine Kavallerie entgegen. Kommen zwei entgegen auf jeden Fall mal. Westlich ist erst Richtung nördliche Hof. Und Richtung nördlicher Punkt. Okay, ich komme über die. Ich komme von vorne, Achtung. Speerstraße. Geht der eventuell eine Zweitverfolgung? Ja, mach mal. Ich schaue Speerstraße Richtung Süden. Oh. Ganz langsam kann der doch nichts mehr haben. War der schon vorbei? Nee, wir sind immer noch. Wäre schon drüben. Naja. Ah ja, er hat keine Power mehr, keine Reifen mehr. Nur noch ein Rasenmäher. Ich komme von der Bahnhofstraße von vorne. Danke fürs nebenbei Töten vom Autos am Rand. Gerne. Ups. Sorry. Das war der vorhin angesprochene Kollateralschaden. Ah, gerade ist was rausgekommen. Die sind festgenommen. Autosam fährt gerade hoch Richtung Hauptstraße von der Eskalation aus und Hauptstraße Richtung Osten. Jetzt am Untergrund vorbei. Kommt gleich zur Universität und biegt in die Winkelgasse ein. Oh. Jetzt Winkelgasse raus und fährt wieder runter Richtung Hauptstraße. Okay, ich bin auf der Hauptstraße. Er fährt durch Richtung... Richtung... Baumallee, fährt aber Baumallee vorbei und fährt hoch Richtung östliches S von da aus. Fährt auch östliches S Richtung Hauptstraße. Overtime, by the way. Und, jo. Ja, östliches S grad, kommt gleich Hauptstraße raus. Geht durch Richtung nördlichste. Parallel nördlichste Richtung Westen. Jetzt an der mittleren Kreuzung. Und macht in die Winkelgasse rein. Er macht in die Winkelgasse rein. Ja. Hauptstraße Richtung Westen. Richtung Eskalation runter. Ins Wirrwarr rein. Hinters Theater. Und die Abkürzung Richtung Baumallee hoch, runter in den Untergrund. Nicht respawnen. Richtung Teufelseck. Also er muss Teufelseck die Kreuzung, die Abfahrt rauskommen. Ah, fuck, ich hab. Ja. Wir sind falsch. Ja, es lohnt sich nicht umzudrehen. Richtung östliches S hoch wieder. Richtung östliche Straße, besser gesagt, erstmal. Ja, östliche Straße Richtung Stadion.
in die Stadt wieder runter, also unter das Stadion Richtung Parallel südlichste. Wo jetzt? Aber noch Parallel Richtung Parallel südlichste, ja. Stimmt, Tunnel. Aus dem Tunnel jetzt gleich raus. Ich will ins Wirrwarr wieder rein. Eskalation Richtung Osten. Ins Wirrwarr wieder rein von Eskalation ja. Aus. Richtung Party südlichste wieder hoch. Ah, schade, verpasst. Ich auch. Eskalation durch. Jetzt in Richtung Westen. Abkürzung in Untergrund, Eskalation, Ausfahrt, Auffahrt rein. Keine Ahnung. Also in der Untergrund? Nee, okay, in eine andere Richtung. Muss in die andere Richtung sein. Ja, hab ich nicht mehr. Ja, schade. Das Problem ist halt echt, das war das worst Matchup, was ich hätte haben können, weil Kit hat halt im Verhältnis zu Racer-Fahrzeugen echt keine Kurvenlage. Und ja, der Autosam ist halt die ganze Zeit einfach durch diese verwinkelten Kurven gefahren, also dass ich überhaupt den Hype über die Map verfolgen konnte, war echt nicht einfach auf jeden Fall. Ja, 6 haben wir geschafft. Mal schauen, ob die anderen das besser machen. Mal schauen, wer hier mich jetzt irgendwie mit wahrscheinlich 7 Elefanten aus dem Auto rausziehen darf. Weil freiwillig gehe ich hier nicht raus, könnt ihr vergessen. Und ja, das sehen wir dann gleich auch, was die neuen Racer-Fahrzeuge sind erstmal. Entschuldigung, Frosch im Hals. Nochmal. Es geht weiter in 3, 2, 1. So, da stehen die Racer-Fahrzeuge der zweiten Runde und die werden wieder mal ja, selbst von den Racern vorgestellt. Ganz vorne steht ja Nintendo in K, der jetzt aber in rote Farbe vorne reingefahren ist und deswegen jetzt vorne rot ist. Daneben im 1965er Chevrolet Cobra Daytona Coupé steht drin K, ne? Im untermotorisierten 95er Nissan Nismo sitzt der Alex. Ich habe David Hasselhoff jetzt noch seinen Chevrolet Bel Air geklaut. Verrückt. Und um dem Filmmotto treu zu bleiben, Lukas 370Z im Shelby GT500 im Rahmen des Spiels möglich, Eleanor. Also ich weiß ja nicht. Nein, Spaß beiseite. Sieht, finde ich, so aber auch ganz gut aus. Ne? Kann man so stehen lassen. Aber ob es hilft, weiß ich nicht. Deswegen finden wir es raus. Viel Spaß mit der zweiten Runde. So. Sonst mal eben hier angucken, wo der Computerchip hergekommen ist eigentlich. Einmal geklaut. Ja, für die, die es nicht wissen, im Film Knight Rider 2000 wurde der Chip von Kit nämlich in einen exakt selbigen Chevrolet Bel Air eingebaut, in dieser Farbkombination. Das hat auch ungefähr 20 Minuten geklappt, bevor er dann ertrunken ist. Fun Fact an der Stelle dazu. Da hat es einen gleich die Sprache verschlagen. Auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Also langsam mal Schaden anmachen. Ah, brauche ich nicht. Ich war ja quasi wieder Kid. Also eigentlich. Versuche jetzt gerade alle Folgen nochmal durchzugehen, um mich zu erinnern, wo genau das war. Das war der Film. Warte, 3, 2, 1, go. Film. Ja, Knight Rider 2000. Achso, ja, okay. Der für Fans nicht existiert, aus prächtigen Gründen. Weil er so ziemlich alles zerstört hat, was die Serie vorher aufgebaut hat. Mhm. Unter anderem Kit. Das war so wie mit dem A-Teams-Film. A-Teams-Film. Der die A-Teams-Serie überhaupt nicht wiedergegeben hat. Das weiß ich gar nicht mehr schon.
Zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskam, die Hauptdarsteller von der Serie überhaupt noch gelebt? Oder zumindest Hannibal nicht, die anderen schon. Aber Hannibal nicht mehr. Der A-Team-Film ist auch deutlich jünger, der kam, glaube ich, irgendwie 2010 oder so, oder 2009. Irgendwas in die Richtung. Nein, der 2000 kam ja irgendwann. Ich glaube, der kam gar nicht mal 2000. Ich glaube, der war eher so in den 90ern noch. Bei Viper gab es genauso. Gab es auch die Serie und dann irgendwann gab es auch mal so eine Update-Viper-Serie. Ja, ja, man versucht es ja immer wieder. So. Aber es klappt nie. Also, ich bin froh, dass sie dann doch manche Serien ruhen lassen, so wie Columbo oder so. Knight Rider ist im Untergrund. Ist es so richtig, dass ich da bin? Ich bin gerade auf Eskalation, ich weiß nicht, ob er noch an mir dran ist. Er ist dann mit einer Polizeigruppe. Ah, ja. Um die Polizei zu verwirren. Hab den Knight Rider verloren. Der ist aber schon relativ unmöglich. Oh, ich hab ihn wiedergefunden. Hauptstraße. Ich war durch Richtung nördlichste, östlichste. Auf der Eskalation ist auch ein Cop unterwegs. Ja, überall V8-Motoren, was ist denn los? Wir haben auch 4 V8-Motoren im Team. Ja, richtig. Plus die ganzen. Oh, okay. Plus die ganzen Cops. Oh, ja, ich bin auf der Eskalation. Ja, Eskalation Richtung Westen. Ja, überlebe jetzt einfach noch 22 Minuten. Jo, mach ich auch das hier. Mit Overtime 7. Vor allem 4 Cops bei mir sind und der Knight Rider mich gerade wieder raushaut, aber ein Passant hier ist. Ja, ich bin raus. Ach, das, nicht das jetzt. Ich war gerade beim Stadion. Ja, bin raus. Und ich im Park. Auf der Eskalation. Ist die Wahrscheinlichkeit jetzt exakt 63,7%, dass ich hier einen finden werde, sofort. Aber scheinbar nicht. Wirklich, wenn es jetzt genauso dieselbe Runde für mich wird, wie bei Spadboy oder René, dann habe ich keinen. Einfach unauffällig verhalten und möglichst nicht da in der Nähe von Respawn-Punkt der Cops da. Eigentlich, eigentlich müsste jetzt wirklich deren Aufgabe sein, unseren Skyline viermal festzunehmen. Wäre aber viel leichter. Unsere hat nur Hackerantrieb und 10 LI zu wenig. Richtig. Ich würde sagen, der zählt nur 0,9 Punkte. Okay, es ist ein Cop in dem östlichen S. Er hat mich zum Glück nicht gesehen. Aber ja. Ich verfolge Reifenspuren, das könnte fatal sein. Oh, es sind 2 Cops auf Eskalation. Eskalation Richtung Osten. Hier ist auch der Knight Rider. Warum? Rauf auf die parallel südlichste. Fahr die auch durch. Oh, hallo. Das ging so jetzt so rum jetzt besser, als wenn ich gerade Ausgas gegeben hätte. Hat er Ausgas geben? Ja, ich habe halt gewendet, um der Verfolgung entgegenzukommen. In Ordnung, ich krieg das hin, einen auszuweichen. Also ich bin jetzt
Untergrundeskalation rein. Geh da vorne. Versuch dann Hauptstraße rauszufahren. Geh da vorne den Knight, der einen auf Prince of Bel-Air macht. Hey. Er war wirklich mal Kid. Das wäre geil gewesen, wenn sie mit dem Carpack hier mit dem Bel-Air auf das Laufband von Kid reingebracht hätten als Upgrade-Funktion. Das wäre insane gewesen. Wieder hoch auf die Hauptstraße. Meteor. Hier ist Knight Rider. Echte? Der echte Knight Rider. Ich bin jetzt am nördlichsten Punkt. Duchte. Oh! Runter Richtung. Oh, hallo. Runter Richtung. Ja. Der Knight Rider auch nach Freiheit. Na, scheiße. Kurvenlage von dem Ding ist nicht das Beste. Okay, dann schieb mich doch ins Off-Ray. Ja, könnt ihr mich auch reinlassen? Okay. Dankeschön. Oh, Dankeschön, könnt ihr mich reinlassen? Okay. Gut, die haben mich sehr fair festgenommen. Ich bin am Grundplatz. Da fahr ich gerade hin, mit einer Verfolgung. Ja, alles gut. Ich meine, wenn sie mich nicht reinlassen und dann direkt beim Rausfahren wieder reinkicken. Gut so. Moment, habe ich noch einen Kopf am Bodenplatz? Ich glaube, das werden gleich ein paar mehr. Da habe ich auch das Gefühl. Gleich mal Kit. Und ich habe alle. Jetzt Richtung nördlichster Punkt. Andi, du willst doch immer Action, oder? Boah. Ja. Dann komme ich mal zu dir, ich bin doch ein guter Magnet. Ich will nur wissen, wo er ist. Ich fahre hinter ihm. Ich fahre nördlichster, nicht im Osten. Und zur Info. Jetzt sind alle hier. Mit diesen schnellen Bel-Air-Fahrer. Lass mich. Er will das doch selbst nicht. Das liegt in seinem Blut. Kurzer Check, das fliegende Auto existiert immer noch. Ah ne, das ist... Oh, das ist die Verfolgung. Stark. Nee, da bin ich mal ganz schnell weg. Ist ich komme aber nicht an mich ran. Ich bin der östlichste gerade. Okay. Gleich am Stadion. Richtung südlichste? Da jetzt Stadion halt. Also nicht in südliche rein. Okay, perfekt, danke. Südlichste fahre ich jetzt rein, aber da ich habe keinen. Ich hätte eigentlich gerne ein One-on-One mit Kit. Okay, ich bin auf der rechten Seite. Ah, da ist Kit. Habt auch keinen Kit. Wir haben übrigens gleich Kaffeepause. Ja, jetzt. Ein Gott, ich hatte einen Platz. Richtung Speer. Wer ist mächtig daher? Hilfe! Rückwärts. Hast du hier einen Tendo? Ich glaube nicht. Oh, schade, okay. Da wurde er gefängt. Oh, scheiße, ich bin im Stadion. Das ist nicht gut.
Es ist trotzdem mal noch nicht die Kaffeepause, weil ich habe aktuell nur Reifenschaden ein bisschen. Ich an sich auch, aber ich mach's trotzdem jetzt. Das U kann man ja jetzt als Pausenpunkt nehmen. Ist ja jetzt zählt nicht mehr zur Map. Ne? Auf der östlichsten ist ein Pontiac, der verfolgt wird. Wie, welches U? Jetzt U haben wir doch abgeschnitten zum U-Hörnchen. Also ist ja. Führt U aus der Map raus. Also nein. Ist ein Pausenpunkt. Nicht? Nein. Okay, dann halt nicht. Jan Tendo, ich glaube, du wurdest gerade ziemlich frontal mitgenommen, oder? Ja, ich habe 22 Motor und bin gerade auf der südlichsten. So unfair, dass ihr immer so viele Motoren habt. Nicht böse gemeinte Frage, aber warum fährst du auch bitte schon Richtung Stadion, wenn die dich ja gerade reparieren? Backups. No risk, no f- Nee, das heißt no risk, no Kopfverfolgung. No risk, no Beefy, bitte. Sorry. Dafür bin ich noch nicht lange dabei. Oh, Beefy? Ich brauche Tunnel. Wo bist du jetzt, Nintendo? Marion. Ich hab mein One-on-One. Let's go. Brauche ich das noch im Kopf dabei? Das ist unfair. Gut, machen wir dann zum nächsten Punkt. Kaffeepause. Ich hab das Gefühl, hier ist gerade neben mir eine Verfolgung, kann es sein? Auf der Parade am nördlichsten? Nö. Aber die südlichste. Ich bin gerade in die Parade in der Liste reingefahren und da war Hops schnell unterwegs. Okay, dann warst du es also. Nee, ich bin von der nördlichsten in Parallel nördlichsten abgebogen im Osten. Achso. Und da war gerade ein Kopf abgebogen Richtung Hauptstraße. Kommen wir uns jetzt wieder entgegen? Mal schauen. Ah. Ich bin jetzt in der Winkelgasse. Ah, okay. Oh, war das ein Move? Es war ein Move, er hat mir auf jeden Fall eine Zeit gebracht. Ja, Andi, wo bist du denn? Sag ich nicht. Abgeschüttelt Move oder kaputt gemacht Move? Potenziell abgeschüttelt. Du siehst mich nicht, er sieht mich nicht. Sehr schön. Aus dem Park ist gerade ein Kopf Richtung Eskalation. Naja. Ja. War das etwa dein Kopf? Nein. Kann nicht sein. Ist das eine Verfolgung? Es ist ein Kopf bei der nördlichsten. Und am nördlichsten wahrscheinlich gleich. Hat der niemand verfolgt? Andi, ich hab das genau gesehen, dass du Hörnchen hoch bist. Ja, dass du das gesehen hast, ist mir egal. Die Frage ist, ob wir das gesehen haben. Nee, da war weit und breit keiner mehr dran. Wofür ist denn das so? Oh mein Gott, war das ein Loop dann? Geht im Park. Okay. Du hast einen dran. Kannst du morgen weiter durchsagen, falls einer kommt? Sonst kommt keiner. Kann ich mich jetzt aber noch mal kurz reparieren? 45 Sekunden noch Kaffeepause. Da war das smooth. In einem Move. Hat sich gereimt. So nämlich. Plus mit einer Silbe. Okay, hab Andi wiedergefunden. Glücklichster. Okay, ich warte, ich komm zu euch. Welche Richtung? Versuchen in die Statue auf der südlichsten reinzurammen. Die Verfolgung geht gerade südlichster. Ich glaube aber hinter uns, oder? Gas. Oh, wait. Fünf Gänge runter. Ei. Ah, nee, ich bremse ab und wende. Hat gerade auch funktioniert. Jetzt hast du übrigens zwei dran. Und dann kommt noch Kit, der mich seitlich erwischt. Und noch ein Kopf. Du hast alle dran jetzt mit Abstand, Nintendo. Ich kann mal vervollständigen, ich gerade auf der südlichsten. Ja. Wenn ich richtig durchgezählt habe, fehlt aber einer, oder? Nee, der sind gleiche. Alle. Die kommen mit ein bisschen Abstand. Okay. Kann höchstens sein, dass jetzt einer gewendet hat und versucht, mir hinterher zu fahren. Aber die haben mich nur seitlich ein bisschen erwischt. Ja, ich brauche vorbei, by the way.
Wer ist jetzt denn, Jantendo? Moment, gerade bin ich fast am Stehen. Das ist aber nicht gut. Du wirst fahren, nicht stehen. Fahren ist besser. Ist ein Fahrzeug. Das ist Corps vs. Racer, nicht Corps vs. Steher. Ja. Ich glaube, Jantendo ist das Bad Boy dieser Runde. alles gut, wir stehen gerade 2-2, also sagt es mir nicht zu früh. Das ist nicht das Duell, was ihr austragen solltet. Das stimmt wohl auch. Also ich war gerade kurz verwirrt. Bloß ich würde mal so frech sagen, das eine Mal wurde ich unfair festgenommen. Oh, aber im Park ist ein Cop. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich habe Kit in der Baumallee. Oder vielleicht auch nicht. Ich sehe ihn gerade nicht hinter mir. Fahr doch mal den Park runter. Nee, er scheint nicht hinter mir zu sein. Also ich habe einen Kopf auf dem östlichen S. Das heißt, der Kopf hier wird jetzt gar nicht mehr. Ich bin jetzt auf Eskalation Richtung West. Oh. Ich habe schon wieder instinktiv fast gedrückt. Einer. Uiuiui. Kollege, bleib mal auf deiner Spur hier. Ruhig. Ich habe Horizon 4 gespielt diese Woche, ich darf das. Also ich bin jetzt gerade Winkelgasse. Wirrwarr. Und von mir kommt vorne ein Kopf. Okay, der andere Kopf, die sinkt mich aus meinem Leben. Ich habe 8-mal so viele Racer wie Cops heute schon gesehen. Gut, ich bin festgenommen. Yippie. Paralysiert durch Sinn. Da fahre ich gerade hin. War aber nicht gut. Ihr sollt euch immer noch nicht duellieren, wie die meisten Festnahmen. Also mittlerweile bin ich bei 3. Ich drehe dann mal. Ja, wie alle gesehen. Das ist dumme Scheiße, das ist crazy. Das ist der Tunnel jetzt gerade. Oh, Lukas ist raus. Okay, ja, ein Kopf weniger. Komm gleich wieder mit dazu. Nee, ich bin bei diese Taktik. Oh Scheiße, das ist schlecht. Einer weniger bei uns. Aber. Ich habe einen Kopf am nördlichsten Punkt. Nördliche Straße Richtung Osten. Lukas, der Sided Mode ist Kit vorbehalten. Ach so, okay. Wo fährt der Kopf lang? Weißt du? Oder du? Wir fahren jetzt immer noch Richtung Osten. Die nördlichste. Nintendo hat 2 Cops, by the way, habe ich gerade gesehen. Und Kit. Dann kommt ein paar mehr entgegen. Und da kommt auch Kit. Wo ist aber die Verfolgung nochmal? Nein, ich stecke fest. Hauptstraße jetzt gerade Richtung Westen. Dö. 35 Motor, danke. Oh, wir haben einen neuen Challenger auf dem Festnahmeboard. Kann er noch aufholen? 2 Festnahmen braucht er noch. Ihr sollt euch hier nicht zu den meisten Festnahmen duellieren. Ihr sollt eher das Duell machen, was Andi und ich gerade machen, nämlich den wenigsten Festnahmen. Ich bin tatsächlich nicht mal gepinnt worden, sondern hab festgesteckt. Das macht es nicht besser. In der Nähe war. War ein Kopf in der Nähe? Ja. Ah, okay. Ja, der konnte ich einfach easy. Dann hat er mich angepinnt, aber ich kann sowieso nicht weiter. Ich hab den Spiegel verloren. Ich sag immer noch, das wäre der größte Gag, wenn irgendjemand mal in den Abarth 5x5 oder so fahren würde, sich aussehen überschlägt und die Cops ihn einfach nicht sehen. Wie die ganze Zeit am Straßenrand steht. Das wäre immer noch ein absolutes Highlight. Wir müssen ja nur mal antippen, dann zählt das Verhaftung. Warum gibt es eigentlich nicht den Golf Mark IV mittlerweile im Spiel? Das ist doch den Vierer. Den Vierer gibt es als R32. Den Fünfer gibt's nicht. Ach, den Fünfer gibt's nicht. Ah, okay. Ja. Aus dem Baum. Ach, passt. Was? Wie wird was? Da war gerade ein Baum. Achso, ich hab gegen den Baum und das ist ein Kopf. Upsi. Stehen da aber schon ein bisschen länger, die Bäume. Die haben Vorfahrt. Seit 3 Jahren. Mehr als 3 Jahren.
Och nö. Doch, hält natürlich alleine fest. Alter, okay, wir haben drei für Antenno, drei für Rinkana, eine für Alex. Also Alex, du musst jetzt nochmal Gas geben, wenn du da noch mitspielen willst. Nee, 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 ich will bei den... Andi, wir machen jetzt eine andere Fahrer, Challenge. Warte mal, Antenno ist jetzt gerade gestorben. Wir machen eine andere Challenge, Lukas. Festhängen? Ja, wir müssen die drei Festnahmen jetzt noch aufholen. Kit okay. Hat gepennt. Ich nehme Kit fest, Leute. Let's go. Ich hab kaum. Oh, hallo. Wie viel Zeit haben wir noch? Dreieinhalb Minuten, Tatsache. Ja. Was macht ihr denn hallo? Hier? Ich wollte wenden, dass wir nicht die gleiche Straße fahren zu zweit. Wen ist am nötigsten Punkt? Denn das ist schon wieder eine Verfolgung. Ja. Mein Gott, ey. Mein Gott, muss ich das sein. Ich habe keine Verfolgung, es ist bloß Alex entgegengekommen. Ich bin jetzt in der Haarnadel. Er klingt aber auch ein Maschinengewehr. Wenn man einfach nur laufen lässt. Bei dir der Bel Air? Das meinte ich, als ich sagte, der Bel Air. Oh, ja, das war die Intention hinter dieser Aussage, ehrlicherweise. Oh nö. Gibt's doch nicht. Scheiße, okay, warte mal, das kommt. So, Rinkana. Ja. Eine Minute zehn noch. Zwei Minuten zehn noch sogar. Eine Minute zehn noch. Okay, warte, ich fahr zum Park zurück. Zwei Minuten? Ja, ich hab mich ja korrigiert. Bald hast du es nicht so mit Uhr lesen. Doch, aber ich mach's ja konstant falsch. Also nee, immerhin konstant. Könnt ihr mir das bitte sagen? Was? Wie wird denn was? Wenn irgendwer einen Kopf hat, könnt ihr mir das bitte sagen? Nee. Oh. Die letzten zwei Minuten schweigen wir jetzt aber, wenn wir eine Verfolgung haben. Ich kann das einfach gar nicht kommentieren. Auch nee, nicht schweigen, einfach ganz normal weiterreden. Einfach nicht kommentieren, dass eine Verfolgung existiert. Das bringt doch nochmal einen anderen Nervenkitzel rein, oder? Findet ihr nicht? Mhm. Ich merke auch schon, dass es einer gerade umsetzt. Nein! Wer würde sowas tun? So eine schöne, entspannte CVR-Runde hier gerade. Das wäre doch eigentlich. Mit das müssen wir auch nochmal machen. Handbrems-Action! Im Kopf gefunden. Ja, einer natürlich sich natürlich wieder nicht dran, ne? Ist ja klar. Das muss es mal als Sonderedition geben. Irgendwie schon, ne? Die No Communication Edition. Ich glaube echt, dass das doch mal. Ja, doch, die natürlich schon. Ich glaube, das wäre echt nochmal so richtiger Nervenkitzel, wenn halt jederzeit irgendwo jemand verfolgt werden könnte. Und du einfach das nicht weißt, wo. Kopf. Noch 20 Sekunden. Der bleibt dann hier dran. Entendo. 3, 2, 1, Overtime. Sehr schön. In sicherer Bahnhofslage. Ich komme irgendwie in 80% der Runden an der Praia des Südlisens zum Stehen. Bin auch safe. Ich sollte ja leise sein. Rinkana wird und die Antenne. Okay, also beide haben noch eine Folgung. Wer ist höher wahrscheinlich, dass er als erstes festgenommen wird? Wo fliege ich mit der Drohne hin? Ich habe 16% Motor und 2 Cops. Das sind die technischen Daten von der Verfolgung gerade.
Ich habe ehrlicherweise bis gerade vergessen, dass Pluto in der Folge mit dabei ist. Ich war halt mega überrascht, wie ich seinen Namen auf der Map gesehen habe. War der 944, den ich vorhin mal verfolgt habe. Ich will ja die andere Verfolgung sehen. Ah, Kennzeichen hat er nicht geändert. Ist ja schon gemein. So, der Cobra Daytona-Fahrer, zeig jetzt mal, was du bist von der Drohnenkamera gefilmt. Oh. Da gibt's Schelte. Donnerwetter gab's da. Aber noch geht hier alles klar. Oh, das war ein wilder Fake. Da hätte ich jetzt ja gerade eher eine Dive gezogen als Kopf, aber gut. Oh, die wunderschöne Beleuchtung im Tunnel, Halleluja. Da muss gegen Kid schon echt was anders spielen. So als Langeweile-Frage. 4 Minuten. 4 Minuten. Ja. Oh. Ui. Oh, das war nix, oder? Oh. Ui. Wieso darfst du das? Darf er das? 3 Cops hinten dran, stehst seitlich an der Wand und keiner kriegt den Pin. Fangere das an. Ja, meine Power ist nicht mehr so vorhanden. Das wird lustig, es wird lustig. Oh, oh nein! Ja, brutal. Das war jetzt schon stark auf jeden Fall. Schöne Drohnenaufnahme. Ja, Schätzinger machen. Ja, ich hab 100%. Danke. Wo soll ich wissen, dass du da lang fährst? Die Wohnumfolgung. Ja, ich muss mit Ansagen. Nicht, dass du leider bist. Oje. Aber ihr habt euch halt auch perfekt getroffen, muss man sagen. Ja. Und das sieht auch nach. Ja. Das heißt, 10 Festnahmen, 5 davon Nintendo. Das ist. Das macht Bad Boy gar nicht so schlecht. Was haben Sie zu dieser Quote zu sagen? War Cops. Super. Ich sag, er ist Imposter. Und mit diesem Statement zurück ins Studio. Ja, wir haben also 10 Festnahmen sind es am Ende jetzt, wie gesagt, gewesen. Wir hatten 6. Lukas, wir beide haben es geschafft, ohne Festnahme durchzukommen. Ja, ich wollte eigentlich noch aufholen auf Nintendo, aber. Ja, aber wie Michael Knight in der Serie Inspector Columbo schon sagte, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann würde ich sagen, wäre es das für diese Ausgabe gewesen. Alle anderen Sichten sind in der Beschreibung verlinkt. Gerne auch auschecken und Daumen nach oben sowie ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Tschüss. Ciao.